Willkommen, meine hochverehrten Multiplayer-Freunde von Total War Warhammer 3. 2023 wird vermutlich die Zeit sein, das Jahr sein, in dem Warhammer 3 endlich repariert wird. Und wir sehen uns jetzt allerdings dennoch schon mal davor, bevor es ganz repariert ist, ein bisschen Multiplayer-Action an. Phoenix King war so freundlich, eine Runde aus einem Turnier, in dem er gespielt hat, einzuschicken, indem er gegen Human Boy, yes, yes, mit den Skaven gekämpft hat. Und soweit ich weiß, ist er in der, ist Human Boy, yes, yes, im Domination Tournament ziemlich weit gekommen. Ich kann mal fragen, ob ich die Replays bekomme. Wir haben einmal, ich pausiere mal ganz kurz und vielen Dank für alle Kommentare. Falls ihr mehr Multiplayer sehen wollt, lasst die Kommentare da. Das macht einen großen Unterschied. Ich habe euch allen erstmal Herzchen gegeben und natürlich auch die Daumen hoch. Bitte mehr davon. Der Homer Simpson hat hier angemerkt, ja, wenn Malus stirbt, gibt es keine Lord is tot Moralabzug für Dunkelelfen. Das ist wahr, das ist verbuggt. Phoenix King hat beim letzten Mal geschrieben, die Statistik von Total Tavern bezieht sich nur auf Domination-Modus. Ich habe gemeint, dass Slaanesh im Domination, dass der immer die stärkste ist. Im Domination stimmt es auch, weil sie eine hohe Geschwindigkeit haben. In Land Battles schreibt er, sind die Skaven und Dunkelelfen deutlich stärker als Slaanesh. Ich bin gespannt. Na gut, die Skaven haben jetzt halt auch, wie wir gesehen haben, die einfach sehr, sehr guten Einheiten wie die Giftwind-Mörser. Aber auch hier, die normalen Giftwind-Krieger sind immer noch sehr, 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 sehr gut, weil ihre Geschosse den Damage über Overtime machen, der sehr hoch ist mit 12 bis, wie viel, 12 bis 25 Schaden pro Sekunde und sehr viel Air-Effect-Schaden macht. Also perfekt für Skaven. Bei dieser... Mede Slaanesh sehen wir die Standardeinheit, mit der Slaanesh immer in Verbindung gebracht wird. Ich habe euch da mal ein Video dazu gemacht. Die Höllenjäger des Slaanesh sind meiner Meinung nach viel zu günstig für das, was sie auf dem Schlachtfeld leisten. Sie sind mehr so Wildreiter der Waldelfen, weil Waldreiter der Wildreifen, wilde Reiter der Waldelfen-Niveau und kosten allerdings irgendwie 300 Gold weniger. Klar, gegen Skaven ist es prinzipiell schon immer gut, schnell am Gegner zu sein, aber das ist jetzt hier eine praktisch ausschließlich Kavallerie-Armee, die Phoenix King mitgebracht hat. Wir sehen einige Chaos-Barbaren-Reiter des Slaanesh, aber ansonsten fast Jägerin des Slaanesh, aber so viele Höllenjäger des Slaanesh wie möglich. Warum sind die so gut? Wegen dem Giftschaden, wegen ihrer unvorstellbaren Geschwindigkeit von 100, der gar nicht zu unterschätzenden 36er Abwehr, der physischen Resistenz von 10% und der Verbesserung, die sie bekommen, wenn sie Gegner vernichten. Als General haben wir einen Helden des Slaanesh. Was übrigens eure Lieblings-Multiplayer-Fraktion spielt überhaupt noch oder seid ihr momentan mehr in der Kampagne unterwegs wie der Hamster bisher? Ein Herald des Slaanesh ist dabei, ziemlich günstig. Er hat schneidende Splitter, Arrow of Effect, Bombardementspruch, Peitsche und Portalglyphe für die Beschwörung von Chaosfurien. Alles, was gut ist, ist dabei. Und die Skaven sind in der Verteidigung mit ein paar Schattenläufern und Gossenläufern unterwegs. Ob die in der Lage sind, vor den Höllenjägern wegzulaufen, sei mal dahingestellt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es klappt. Im Hintergrund einige Clan-Ratten, Skaven-Sklaven, Giftfin-Krieger, Ratten-Ogre, um die Cavalry zu blockieren. Ein Assassine gegen den Lord-Snipe. Und der Greyseer, grauer Prophet mit Ruin, mit Versengen hat er dabei, mit Warblitz. Der ist einfach sehr, sehr stark in Total War Warhammer 3 geworden. Viel stärker als früher. Da hat sich eigentlich der Seuchenpriester immer gelohnt. Immerhin hat hier dieser Ruin-Prophet den grauenhaften 13. Zauber, um einmal Sturmratten mit Hellebarden zu beschwören. Oh, wir sehen außerdem Icke-Zap-Warblitz-Kanone. Sehr cool. Zap-Abkühlzeit erhöhen plus 10 Sekunden. Bin mal gespannt, ob das was bringt. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Gegen so viel Kavallerie. Geht los. Werden die Höllenjäger in der Lage sein, die Skaven zu überrennen? Sie probieren es. Immerhin, die Skaven sind nicht mega langsam. Sie plänkeln vor den gegnerischen Höllenjägern weg. Und die Höllenjäger haben das Nachsehen. Und sie sind sogar verlangsamt worden, glaube ich. Gerade durch die Gossenläuferfähigkeit. Denn das ist auch eine schicke Sache. Gossenläufer können sehr gut weglaufen. Gerade auch wegen dem Fangnetz. Wenn sich Gegner nähern, dann werden sie verlangsamt. Und das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Und die ersten Höllenjäger des Slaanesh sind direkt schon im Eimer. Viel haben sie nicht ausgehalten. Ihr seht diese ganzen Symbolchen, die ganzen Effekte, die oben drüber rauskommen. Das sind die Giftwind-Krieger, die im Hintergrund gerade auf die Höllenjäger schlagen. Die hat es wirklich ordentlich zerlegt.
Aber okay, vielleicht eine kleine Ablenkung. Der Rest der Höllenjäger ist noch nicht einfach hier rein gedodged. Wir sehen gerade hier vorne den ersten Splitter. Oh, das war wirklich absolut eklig, was der Herald des Lanisch gerade rausgehauen hat. Das waren die schneidenden Splitter für 12 Magie. Hatte hier drei Einheiten ganz gut zerlegt. Die nächsten Höllenjäger springen in den Nahkampf hinein. Werden von Skavens Clan ein kleines bisschen abgefangen. Sind auch schon fast auf der Flucht. Weitere Höllenjäger können nicht von dem Versengen des Ruinenpriesters angegriffen werden, weil sie direkt schon wieder weggelaufen sind. Rattenoger auf der rechten Flanke halten immerhin die gegnerischen Höllenjäger des Lunch für eine Weile auf. Aber die Rattenoger, die haben gar keine Chance. Ihr seht, von wie vielen gegnerischen Modellen sie gleichzeitig umringt sind. Das sind die Rattenoger, nehmen unglaublich viel Schaden, gerade in kurzer Zeit. Und sind auch schon fast weg. Die Ikke-Zap-Zap-Wobbitz-Kanone, die war wirklich sehr, sehr fragwürdig, um sie hier mitzunehmen. Direkt wurde eine Warp-Spruchrolle rausgehauen, um die Chaos-Vogel ein bisschen langsamer zu machen. Ja, aber die kostet, glaube ich, mindestens 1600 Gold oder 1800 Gold. Aber immerhin 664 Schaden hat sie rausgehauen. Das ist nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Auf der rechten Flanke geht es ähnlich ab wie auf der linken Flanke, die wir gerade gesehen haben. Die linke Flanke der Skaven. Die Höllenjäger des Lanisch stürmen hinein und stürmen wieder raus, um von ihrer unvorstellbar fast schon ekligen Geschwindigkeit von 100 mit 40er Angriffsbonus das Meister rauszuhauen. Rattenoger haben einen Angriffsbefehl bekommen und sie sind deswegen aus der Formation der Skaven rausgelaufen. Auch nochmal eine schöne Sache, weil so können sie jetzt ohne Unterstützung der Skaven-Infanterie vernichtet werden. Und das Ganze dauert auch nur ein paar Sekunden. Aber auch, man, immerhin, die Höllenjäger des Lanisch erleiden auch Verluste mit jedem Mal, indem sie hier reinstürmen. Gerade die Plänkler der Skaven können ihnen noch sehr viel Schaden verursachen. Die normalen Skaven-Sklaven und Clan-Ratten eher nicht, die werden gnadenlos überrannt. Aber wenn die Rattenoger weg sind, um die Kavallerie der Slanisch-Truppen aufzuhalten, dann wird da, glaube ich, nicht mehr viel drin sein für die Skaven, um hier durchzuhalten. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir sehen auch wieder eine Salve von Giftenkriegern auf die Chaos-Barbaren-Reiter Slanisch, während sie auf die Giftenkrieger eingestürmt sind. Immerhin haben sie eine Rüstung von 100, also so leicht sterben sie nicht. Und obwohl sie so unter Druck gesetzt worden sind, haben sie bereits, wo sind sie hier jetzt, die Giftenkrieger, haben sie bereits 1200 Goldwert ausgeteilt. Also jede Salve ist so richtig schmerzhaft, die sie raushauen. Das Schlachtfeld hat sich ziemlich verteilt. Die Skaven-Formation ist keine Formation mehr. Genau der Idealzustand, den sich so eine mobile Armee wie die Höllenjäger mit so vielen Höllenjägern die Schlacht kommt, wünscht. Und die Skaven sind vom Kräfteverhältnis wenigstens noch im Vorteil. Ob das wirklich eine große Bedeutung hat, sei mal dahingestellt. Das nächste Versengen ist rausgehauen worden, aber hat nicht geholfen. Die Höllenjäger des Lanisch, die laufen Ping-Pong um die Skaven herum. Eigentlich würde man sagen, hey, nimmt man doch gerne ein paar Sturmratten mit für die Skaven. Mit Anti-Groß-Skill und Fähigkeiten. Aber die werden dann von den Zaubersprüchen von Slanisch, ihr seht hier die Peitschensprüche und die Splittersprüche, die von oben kommen, dann einfach gnadenlos zerlegt. Und dazu sind die Sturmraten einfach zu teuer, dass sich das dann lohnt, die mitzunehmen. Vielleicht noch deutlich mehr Clanratten mit Speeren wäre vielleicht auch noch was gewesen. Es ist immer noch nicht eindeutig, wer hier gewinnen wird. Slanisch hat eine ganze Menge Plänkler-Munition übrig. Das ist das Schöne an diesen Plänklern. Sie haben drei Modelle verloren und können noch immer ihren maximalen Fernkampfschaden machen. Genauso auf der rechten Flanke. Das Regiment hier, Chaos-Barbaren-Reiter, sieht zwar schwach aus von der Lebensenergie her, aber es hat nur 20 Modelle verloren und machen auch hier sehr, sehr viel Schaden. Gerade am gegnerischen General und gerade an den Rattenogern, die sind besonders anfällig für dieses Plänkler-Geschosse, weil sie so wenig Rüstung haben und große Ziele sind. Was haben die Skaven noch? Immerhin, die Skaven haben auch noch ihre eigenen 23 Giftenkrieger, das halbe Regiment lebt noch. Der Warblitz wurde mitten in sich bewegende Plänkler reingecastet. Ich glaube, das war nicht wirklich sehr sinnvoll. Magie für ein Regiment Sturmratten. Ich frage mich, ob noch Magie für Sturmratten übrig ist. Die kosten ja 20. Ich habe nicht gesehen, dass ein Regiment Sturmratten beschworen worden ist bisher. Ich habe aber auch zugegebenermaßen nicht so darauf geachtet. Hier liegen hauptsächlich ein paar Clanratten leider tot auf dem Boden rum.
Aber die Skaven halten. Skaven halten. Sie haben außerdem noch einen Grey... Oh, jetzt sehen wir wieder den nächsten Splitterbombardement vom Slaanesh. Da kommt es. Erinnert mich ein kleines bisschen an Berserk. Autsch. Wie viel Schaden? Beziehungsweise eigentlich, die Skaven haben es gesehen und sind ausgewichen. 221 Schaden mit 1452 ausgeteilten Herold des Lanes Schadenswert. Ja. Von dem muss man sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Und die nächste Peitsche hat auch hier wiederum einen Sack voller Skaven stark beschädigt. Herold des Lanes bei 245 Kills. Trophäe des Assassinen wurde auf ihn gecastet. Aber da der Herold nicht im Nahkampf mit irgendjemandem ist, ist es ihm egal. Und mit der Geschwindigkeit von 100 kommt er auch einfach vollkommen problemlos allem weg. Das lohnt sich eigentlich nur dann wirklich, wenn... Oh nein, die Giftwindkriege sind gerade offen. Und die Gelegenheit wurde von Phoenix King mit seinen Kanonsbarbarenreitern direkt genutzt. Oh, die Sturmratten wurden gecastet, um Slaanesh zu vertreiben. Das hat nicht funktioniert. Also beziehungsweise es hat funktioniert. Was nicht funktioniert hat, war die Giftwindkrieger völlig zu vernichten. Aber sie sind immerhin geflohen. Die sind wirklich richtig stark. 1500 Schadenswert. Einmal eine Peitsche auf die beschworenen Sturmratten hat ein bisschen Schaden gemacht, aber keine Modelle vernichtet. Und gut, jetzt natürlich sehr unangenehm für die Skaven, dass diese Sturmratten dann irgendwann einfach wieder zerfallen. Das ist ja der Nachteil an diesen beschworenen Einheiten. Stabile Bindung 40 Sekunden, dann 30 Sekunden schwache Bindung, nehmen sie schon Schaden. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, dass eine beschworene Einheit für eine Minute und 10 Sekunden da ist und in 5 Anschlusssekunden zerlegt es die einfach. Aber es sieht gut aus für die Skaven. Es sieht besser aus, als ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass die Slaanesh-Höllenjäger in Kombination mit den Plänklern die Skaven langsam aber sicher zerreißen. Und die Gossenläufer-Plänkler, ich glaube, die haben auf jeden Fall wirklich sehr gut der Arbeit geleistet. Sie sind eben sehr gut darin, leicht gepanzerte Einheiten auf kurze Entfernung zu beschädigen. Wir sehen es hier, 872 Gold wert, ausgeteilter Schaden, das ist der Wahnsinn. Aber noch nicht alle Tage Abend, es wurde das zweite Regiment Chaos-Furien beschworen. Jetzt wäre es eigentlich ideal gewesen, noch die Sturmratten zu haben, aber die sind weg. Die sind leider rausgeplänkelt worden. Und zerfallen worden. Das war schon ziemlich unangenehm. Und jetzt kommt der Abschlusskampf. Das Kräfteverhältnis schwingt ganz wild von einer Richtung in die andere. Wird der Herold des Slaanesh den Assassinen und den grauen Propheten zusammen vernichten können? Jetzt ist er außerdem nochmal mit der Trophäe des Assassinen belegt. Hat trotzdem noch 31 Abwehr und 36 Angriff. Die sind halt richtig, richtig gut, die Einheiten. Und die Chaos-Furien sind weg. Das sehen wir hier. Wir sehen einen Warblitz von den Skaven. Okay, waren noch ein paar mehr. Und wir sehen außerdem noch die Peitsche. Okay, nein, es ist tatsächlich auch nochmal der Skaven-Riss. Ja, das ist nochmal der Rissspruch. Warbriss? Versengen heißt das ganze Ding. Und ich glaube, die Skaven, werden sie es überleben? Mal sehen, es gibt noch einige Höllenjäger des Slaanesh, die gerade das Cycle Charging Spiel machen, indem sie ein bisschen rechts und links laufen. Ist das erlaubt? Oder vielleicht ist das einfach, passiert das einfach so. Mal nach den Regeln. Naja, sie sind schon ziemlich im Nahkampf. Ich glaube, sie laufen einfach nur ein bisschen wild durch die Gegend. Der graue Prophet hat noch 1227 Lebenspunkte, hat ziemlich ordentlich Damage ausgeteilt mit 1200. Der Assassine noch nicht so viel, er ist einfach der Leibwächter des Grauen Propheten. Und der Herold mit 1242 ausgeteilten Schaden. Macht außerdem noch rüstungsdurchdringenden Damage. Und 300, das heißt, er trifft dann mit 2 Treffern, ist der Graue Prophet tot. Und mal sehen, vielleicht kann der Assassine ihn retten. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Du bist eine 3 Schwert. Ne, er hat nur 2 Schwerter. Schwanz hat er leider keine mehr. Grauer Prophet wird ein bisschen überrollt. Das sollte mehr Schaden machen, als es hier im Spiel tatsächlich tut. 700 Lebenspunkte. Herald ist bei 1300. Der Assassine bei 3000. Ah. 394 Lebenspunkte. Ein Treffer und der Graue Prophet ist im Eimer. Aber es sieht nicht gut aus. Der Herald des Slaanesh wird zerlegt, oder? Ich glaube, der Herald wird hier den Kürzeren ziehen. Selbst wenn er den General besiegt, dürfte er den Assassinen nicht mehr kriegen können. Aber im Hintergrund ist Kavallerie zurückgekommen. Höllenjäger des Slaanesh.
aber mit einer Führerschaft und die anderen mit 7 Führerschaft werden sie sofort fliehen, sobald sie in die Nähe des Helden kommen. Ich glaube, der Herald des Lanisch zieht den Kürzeren. Und da ist er tot. Da hat's ihn zerrissen. Interessante Runde. Schöne Armee von Human Boy. Yes, yes. Fragwürdig irgendwie auf meiner Meinung nach diese Icke-Zap-Zap-Warblitz-Kanone, aber der Goldwert des ausgeteilten Schadens mit 860 ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Gossenläufer, 900 Damage, definitiv auch gute Einheiten. Genau wie die Schattenläufer, die ja nicht so teuer sind. Giftwindkriege mit 1500 Schaden dabei. Die Rattenoger, tendenziell nicht so gut eingesetzt. Gut, sie mussten rein ins Gemenge, um zu verhindern, dass die ganzen Höllenjäger überall durchbrechen und zu den guten Giftwindkriegern kommen, aber beim einen oder anderen Mal halt vergessen, zu verhindern, dass sie ins Nichts hineinlaufen. Dann wäre das noch ein bisschen deutlicher ausgegangen. Und die Skaven-Sklaven, ja, 146 Goldwert reingeholt. 141, das hat sich eigentlich schon gelohnt. Auch die haben gar nicht so schlecht ausgeteilt, weil wahrscheinlich die ganzen Höllenjäger dann doch nicht so viel aushalten. Wenig Rüstung, der Schaden geht schon ziemlich gut durch. Schon ganz cool, die Armee. Fast schon ein bisschen cheesy, aber ich denke mal passend für eine slanische Armee. Hätte vielleicht dann doch ein kleines bisschen davon profitiert, wenigstens ein bisschen Infanterie dabei zu haben. Auf der anderen Seite, es wundert mich fast schon, dass man so viele Kavallerieregimenter mitnehmen kann, die auch noch so hart zuhaut, weil das ist ja fast volle, das ist fast ein Fullstack, nur mit Kavallerie. Höllenjäger des Slanisch. Höllenjäger des Slanisch, die maximale Anzahl an Einheiten, die erlaubt sind. Und dann noch Chaos-Barbaren-Reiter. Aber die haben mehr oder weniger den Schaden, den sie gemacht haben, recht gleichmäßig verteilt. Die Jägerin des Slanisch war ein bisschen besser. Und dann Herold des Slanisch, der eigentlich damit sie immer nur darauf gewartet hat, dass irgendwo sich ein Skaven-Blob ansammelt und dann den Damage draufhaut. Wobei wahrscheinlich Icke-Zap-Zap-Warblitz-Kanone ziemlich viel von diesem Damage hier gewesen ist. Schöne Runde. Schön gespielt von Phoenix King. Falls ihr Lust habt auf ein Warhammer 3 Turnier, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mitmachen würdet. Dann machen wir was auf Challenge. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke an Phoenix King fürs Einsenden. Und bis zum nächsten Mal.